Und es ist immer gegangen um, wie viel Macht hat der König vis-à-vis vom Parlament. Und die zentrale Rolle war oft finanzielle Fragen, Steuerpolitik, aber auch die Rolle der Kirche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parlament erklärt. Wir sind Ihre neuen Hosts Stefanie Schermann und Tobias Leschka. Wir freuen uns, Sie auch in Zukunft mit spannenden Hintergrundinformationen zum österreichischen Parlament versorgen zu dürfen. Heute starten wir mit einer neuen Serie. Wir sehen uns an, wie sich der Parlamentarismus in Österreich entwickelt hat. In unserer ersten Folge soll es aber noch gar nicht um Österreich gehen. Genau, das erste Parlament im Sinne eines modernen Parlamentarismus ist nämlich in Großbritannien entstanden. Wir haben die britische Politologin Melanie Sully eingeladen, uns etwas über die Zeit zu erzählen, als in den meisten Ländern in Europa noch Könige und Kaiser herrschten. Und natürlich darüber, wie aus dem Absolutismus des 19. Jahrhunderts der moderne Parlamentarismus entstanden ist. Liebe Frau Dr. Sully, Sie waren zwar schon einmal bei Parlament erklärt zu Gast, stellen Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen aber bitte vielleicht noch einmal vor. Ja, ich heiße Melanie Sully. Ich komme ursprünglich aus England, wo ich studiert habe und auch unterrichtet habe an diversen Universitäten. Nach Österreich bin ich dann vor 30 Jahren gekommen, so permanent, mit einem Gastvortrag, Gastprofessor in Innsbruck auf der Universität und dann in Wien als Gastprofessor in Wien auf der Uni und schließlich dann an der Diplomatischen Akademie in Wien für Politikwissenschaft, auch Geschichte. Und dann bin ich Leiterin derzeit des in Wien ansässigen Institut für Go-Governance, der sich mit guter Regierungsführung beschäftigt. Wir schauen uns heute an, wie die ersten Parlamente entstanden sind. Ihr Heimatland Großbritannien ist ein sehr spannendes Beispiel, weil es dort im Vergleich zu anderen Ländern schon Jahrhunderte früher eine Art Parlament gab. Aber besprechen wir zuerst vielleicht diese Frage. Welche Regierungsform war denn üblich, bevor es Parlamente gab? Vor Parlamenten gab es vor xxx Jahrhunderten, auch in England eigentlich im 13. Jahrhundert, die Entstehung des Parlamentarismus, aber natürlich nicht in ausgeprägter Form. Und es war der Monarch. So der König, der sehr stark war. Und der König ist auf die Idee gekommen, ich brauche Geld. Und ich brauche Geld von den Fürsten, von meinen Untertanen für Kriege, um Krieg zu führen gegen anderen, damit also der Monarch stark sein könnte. Also das heißt, eine wesentliche Rolle in der Entstehung des Parlamentarismus und in der vorparlamentarischen Zeit war die Steuerpolitik, Haushaltspolitik. Und das spielt noch immer eine große Rolle, weil wenn moderne Parlamente das Budget oder Haushaltsfinanzierung von der Regierung nicht zustimmt, dann haben wir große Probleme. Aber das war immer so. Und diese Fürsten sind zusammengekommen und im Laufe der Zeit, sie haben sich angeschlossen und zusammengeschlossen und immer getrennt von Monarch, von der Aristokratie und von Kirchenvertreter, die damals auch eine große Rolle gespielt haben, sind sie zusammengekommen. Und das heißt, das war irgendwie die Entstehung eines Zweikammersystems, wo man irgendwie die House of Commons, das heißt die einfachen Menschen, die eine kleine Gruppe waren damals, und die Aristokratie, was wir jetzt als House of Lords nennen, gegen den Monarch. Und die haben dann im Laufe der Zeit Spielregeln geschrieben für
das Parlament, um stärker gegen den Monarch aufzutreten. Und es ist immer gegangen um, wie viel Macht hat der König vis-à-vis vom Parlament. Und die zentrale Rolle war oft finanzielle Fragen, Steuerpolitik, aber auch in England die Rolle der Kirche, also katholische Kirche, Protestantismus etc. hat auch also wirklich an Bedeutung gewonnen. In England gab es also schon vor über 800 Jahren erste Versuche, nicht mehr völlig abhängig von einem absolutistischen Monarchen zu sein. Hat der damalige König von England denn für Steuergeld wirklich freiwillig einen Teil seiner Macht abgegeben? Ja, er hat nicht immer so freiwillig. Es war immer ein Kampf. Und im Laufe der Zeit, als die Fürsten mehr Solidarität untereinander entwickelt haben und zusammen, wir waren nicht immer bereit. Und wie gesagt, im Laufe der Zeit, um diese heikle Frage zu entscheiden, war ein Bürgerkrieg. Also das war schon ein heftiger Konflikt, wo der Monarch kurze Zeit komplett alles verloren hat. Und es war eine Republik für eine kurze Zeit nach dem Bürgerkrieg. Und als der Monarch dann zurückgekommen ist, war relativ stark im Vergleich zu heute, aber war nicht so stark. Er hat dann immer Kompromisse ausverhandeln müssen und wegen dieser auch ein Sprachproblem, wo die Könige von Deutschland gekommen sind, oder Hannover, war ein Sprachproblem und daher dann die Macht ist irgendwie Stück für Stück hinübergegangen, aber England war keine parlamentarische Demokratie, wie wir jetzt das verstehen. Ja? Das ist erst viel später gekommen, im 19. Jahrhundert. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es auch schon die ersten Vorstöße von parlamentarischen Demokratien in einigen anderen Ländern Europas, oder? Ja, das gab schon in Belgien und in den Niederlanden. Das war im Folge einer großen Industrialisierungswelle, die je mehr nach Osten man gegangen ist, nicht so stark war, also ganz einfach gesagt. Und diese Industrialisierung, wo Leute dann in die Städten, Großstädten gegangen sind, haben dann die mehr Möglichkeit gehabt, sich aus Gruppen zu bilden oder Austausch von Informationen. Und mit der Industrialisierung hat man auch moderne Eisenbahn, hat man Fotografie, wo man mehr Kommunikationsmittel, ja, vergleichbar mit Social Media von heute. Ja, das war eigentlich nicht selbstverständlich. Und das hat die Informationsaustausch irgendwie beschleunigt. Das war dann in diesen Ländern auch möglich. Frankreich natürlich ist einen anderen Weg gegangen, weil die Monarchie viel früher abgeschafft wurde und war mehr Agraranteil in der Bevölkerung. Und Österreich hatte so ein multinationales Reich, also Habsburg etc. Das war ein sehr großes territoriale Macht irgendwie zusammenzuhalten, war auch nicht so einfach mit den Nationalitäten. Also da war irgendwie ein komplett andere Entwicklung und Philosophie hinter dem Parlamentarismus und die Philosophie des Parlamentarismus und wie es entstanden ist. Ich glaube, das war ein Punkt. England, die Niederlande und Belgien liegen geografisch gar nicht so weit auseinander. Wie kommt es, dass es gerade in diesen Ländern verglichen mit anderen europäischen Territorien schon relativ früh Parlamente gegeben hat? Man ist einfach einem evolutionären Weg gegangen. Man hat profitiert vom Anfang der Industrialisierung natürlich auch. Und das hat eigentlich die Wurzeln des modernen Parlamentarismus geprägt. Und natürlich dieser Weltreich, der britische Weltreich, war auch für ausschlaggebend für die Macht des Mittelstands oder damals ein kleiner Kreis von Leuten,
die Anfang des 19. Jahrhunderts wählen konnten. So, das heißt, die haben Volksvertreter, aber nicht viele Leute waren wahlberechtigt. Aber im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr Leute waren wahlberechtigt, zumindest Männer. Und dann ein modernes Parteiensystem ist dann gekommen, mit auch bei Wahlen Bewerbung zwischen den Parteien. Persönlichkeiten waren wichtig. Zum Beispiel Disraeli war bekannt, vielleicht Gladstone. Und man hat auch die moderne Kommunikation, die infolge der Industrialisierung möglich war, dass man mit der Bahn Teile von England erreichen konnten im Wahlkampf. Und dass man die Fotografie hat sich entwickelt. Das heißt, dass so Gladstone, Disraeli, die haben Fotos von sich, dass sie verteilen konnten. Ja, das, was wir vielleicht als Anfang von einem modernen Wahlkampf verstehen können. Also das war dann irgendwie eine Evolution, die geholfen wurde vom Industrialisierungsprozess. Diese Frage scheint relativ simpel. Aber gab es auch parlamentarische Entwicklungen, die man wieder revidieren musste? Also Dinge, von denen man erst im Laufe der Zeit herausfand, dass sie in der Praxis Probleme mit sich bringen? Also das war auch gekoppelt mit verschiedenen Begriffen, zum Beispiel dieses sehr abstruse Konzept von Sovereignty, also Souveränität des Parlaments, dass das Parlament eigentlich Gesetze beschließen kann, die man nicht im Nachhinein revidieren kann. Das war, Parlament hat das Recht, irgendwie diese Gesetze zu beschließen, und die Gerichte, also die haben nicht das Recht gehabt, das zu ändern. Das hat sich geändert, und das hat man im Laufe des 20. Jahrhunderts auch geändert, wo man gesehen hat, dass eine künftige Legislatur sehr wohl irgendwas ändern konnte. Dieser Begriff der Souveränität hat sich geändert. Ab wann waren Ihrer Einschätzung nach denn die meisten der Probleme ausgeräumt? Ab welchem Zeitraum hatten wir in Europa das Grundgerüst für modernen Parlamentarismus heraus? Moderner Parlamentarismus war eher im 18. Jahrhundert, wo man Premierminister hat, der in Number 10 Downing Street residiert, und im Parlament, nicht weit weg, eine Regierung und eine Opposition, und auch die Macht hat, irgendwie ein Premierminister Misstrauensantrag auszusprechen. Also das war mehr auch in einer kleinen Form der Anfang des modernen Parlamentarismus. Aber damals konnte der Wahlberechtigt war niemand quasi. Das ist dann Anfang des 19. Jahrhunderts gekommen. Und irgendwie ist so über ein modernes Parlament zu sprechen, man braucht politische Parteien, die eine Rolle spielen. Man braucht so regelmäßig Wahlkämpfe. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Und nur wahlberechtigt waren Frauen nach dem Ersten Weltkrieg, und das war der nächste Schritt. Aber bis dann, es war irgendwie ein Form von Parlamentarismus, aber sehr eingeschränkt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Frau Dr. Sully, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Vorschläge für neue Folgen haben, schreiben Sie uns bitte wie immer unter podcast@parlament.gv.at. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder, wenn die neue Folge von Parlament erklärt erscheint. In Teil 2 unserer Serie zur Geschichte des Parlamentarismus geht es darum, wie Österreich von der Monarchie zur Republik wurde. Bis dahin, ciao. Tschüss.